So, hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens von shaliastevens.com und in diesem Video heute geht es um eine Kundenstimme und zwar mit Alina Kramer. Und Alina, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz Hallo. vorstellen? Ja, mein Name ist Aline Kramer. Aline Kramer-Pleske eigentlich, ja. Ja, Ich habe ja mein geheiratet. Doppelname, genau. Genau, ich habe ja geheiratet nochmal. Aber Aline Kramer reicht. Genau, ich komme aus Berlin-Pankow und zwar schon immer. Mein Leben lang bin ich in Berlin-Pankow seit 50 Jahren. Ja, und ja, soll ich sagen, was ich so mache oder? Sehr gerne. Also, was machst du in deinem Business? Mit wem arbeitest du zusammen und was machst du mit ihnen? Ja, also ich arbeite ja mittlerweile seit 30 Jahren, ne? So. Und seit 25 Jahren ungefähr bin ich im Beratungsgeschäft und arbeite so mit Menschen, die in beruflichen oder persönlichen Veränderungssituationen sind. Und ich habe ganz, ganz früher mal als Kindergärtnerin angefangen zu arbeiten. Ich wohne ja in Pankow, ich bin also ostsozialisiert, in der DDR groß geworden, ja. Habe da Erzieherin gelernt, Kindergärtnerin und habe dann meine Kinder bekommen. Dann war die Wende und dann habe ich Sozialarbeit studiert, habe mein Diplom gemacht und war dann an ganz verschiedenen Stellen unterwegs, im Jugendamt, in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Habe ganz, ganz viel mit der Schulsozialarbeit zu tun gehabt, mit Schulverweigerern gearbeitet, war also auf ganz verschiedenen Positionen unterwegs, von der Praktikantin bis zur Koordinatorin dann letztlich der Schulsozialarbeit bei unserem Träger, ne, mit Personalverantwortung und vielen Menschen rundherum. Und ich habe in der Zeit verschiedene Ausbildungen gemacht, ne, 2 Jahre zur Mediatorin noch mein Studium, 3 Jahre zur Supervisorin und zum Coach, Qualitätsmanagement, Stressbewältigung, Wing-Wave-Coach und so weiter. Und ich hatte 2010 ein Burnout. So. Ja, und dann war erstmal ein bisschen so nischt. Ja, irgendwie so Zeit, darüber nachzudenken, was ist eigentlich los? Und was gefällt mir besonders gut? Und ich habe dann gedacht, gut, ich bin einfach mein Leben lang schon in der Beratung und ich kann das, glaube ich, auch ganz gut so. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mich selbstständig. Die Rahmenbedingungen waren einfach nicht mehr so, dass ich mich da wohlgefühlt habe. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt was anderes probieren. Das habe ich auch gemacht, habe mich selbstständig gemacht und habe jetzt eine Beratungspraxis in Pankow, die sehr, sehr gut läuft. Ja? Und da habe ich zwei Säulen, sage ich immer. Eine Säule ist die Supervision. Da kommen ja Kitas und ganz, ganz viele Fachkräfte aus der Jugendhilfe, also der soziale Bereich, Gesundheitsbereich, Schule und so weiter. Die kommen halt in Supervision und reflektieren ihre Arbeit. Ja, so ganz, ganz klassisch. So eine Angebote kann man übrigens finden bei www.perspektivencoachingberlin.de. Ja, so da geht es direkt um die Berlin-Geschichte. Da sind die Firmen, da mache ich Fortbildung, Teamentwicklung und arbeite ganz viel mit Teams. Ne? Aber auch im Einzelcoaching mit Führungskräften, vor allem Führungskräfte, die Newcomer sind. Gerade mit Kitas, ne, die recht neu da sind, die sagen, okay, jetzt leite ich mal eine Kita und dann merken sie, oh, ist doch irgendwie nochmal ganz schön anders, ne? Plötzlich eine Position zu haben. Und genau, das mache ich auch. Und der zweite Bereich, die zweite Säule, das ist Coaching für Privatpersonen. Das wächst im Moment auch sehr, sehr stark an. Da kommen Menschen, die zumeist, sag ich mal, hochqualifiziert sind, leistungsbewusst sind, frustriert in ihrer Arbeit sind, weil sie denken so, boah, was ist hier eigentlich? Hier sind so zwischen 35 und 55 so, und haben eine ganz besonders schwierige Situation. Ja, also so ein Anlass sind irgendwie oft so Orientierung, Veränderungsprozesse. Was will ich eigentlich? Was kann ich denn? Also die sind ziemlich am Boden oftmals schon sogar. Ja, manchmal nicht ganz, aber immer sind es irgendwie Fragestellungen, wo gesagt wird, boah, ich brauche mal jemanden, der mit mir sortiert erstmal, ne? Und erstmal kommen sie aus beruflichem Anlass, die Leute, und am Ende geht es immer um persönliche Souveränität. Das ist es, worum es geht und ja, um ganz persönliche Dinge. Und ich sage immer, am Ende ist es ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching oder wie man es dann auch immer nennen mag. Genau, das sind die beiden Säulen, die ich habe, wo hier Präsenztermine stattfinden. Und ich bin halt jetzt dabei, seit so ein paar Jahren, darüber erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen was, so eine dritte Säule aufzubauen. Das ist dann das Online-Coaching.
Business-Angebot. Genau. So. Da wollte ich gerade eben sagen, also viele, die gerade zuhören, denken mir, was macht eine so gestandene Frau mit einer so gut laufenden Praxis, mit diesen tollen zwei Säulen, was macht sie denn im Coaching mit Shalia? Und hat mit dieser dritten Säule zu tun. Und das ist genau meine Frage, Aline, nämlich was war deine Ausgangssituation, als du zu mir ins Coaching gekommen bist? Was wolltest du verändern oder aufbauen, so ja, dass andere das einen Einblick bekommen? Ja, also der Anlass war eigentlich genau wie du sagst, ne? Ich habe eine total gut laufende Praxis. Ich habe ein sehr schönes Homeoffice, in dem ich sitze und arbeite. Ne? Ich mache ganz viele verschiedene Dinge und bin ausgebucht und habe wenig Zeitressourcen. Hm. Und ich beschäftige mich aber seit einigen Jahren mit dem Thema Marketing. Hm. So, da war ich ja dann schon mal bei dir und hab dann irgendwie so gedacht, ja, eigentlich ist es so vom Zeitgeist und von dem, was ich so mitbekomme, auch wirklich praktisch online zu arbeiten. Mhm. Ich habe so ein paar Coachings gemacht, wo dann die Zeitressourcen ganz knapp waren und wir gesagt haben, komm, wir versuchen einfach auch mal per Skype uns zu treffen. Mhm. Und ich muss sagen, ich hätte es nie gedacht, aber man kann sogar über diese Schiene eine sehr vertrauensvolle Arbeit aufbauen. Und das war was, was mich verwundert hat, weil ich früher immer gesagt habe, nein und niemals und man braucht den direkten Bezug und so weiter. Finde ich auch immer noch, ne? So, ja, deshalb denke ich, ja, sich einmal zu sehen ist auf jeden Fall ganz gut, aber dann kann man sehr gut per Skype oder Zoom arbeiten. Das muss man einfach auch so sagen. Und das hat mich beeindruckt. Und natürlich ist es so, dass auch ich älter werde, nicht wahr? Ich habe ja gesagt, ich werde 50. Was? Du bist älter? Ich werde immer jünger. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Im Herzen jünger, im Körper älter. Ja, also, ja, aber ich habe so gedacht, Mensch, eigentlich finde ich es total attraktiv, natürlich aus unterschiedlichen, also einfach auch von unterschiedlichen Orten aus zu arbeiten. Ja. Wir haben unterschiedliche Orte, wo wir uns aufhalten, einfach auch immer mal im Jahr. So. Ja. Und das finde ich auch attraktiv natürlich. Ja, so. Und deshalb dachte ich so, der Zeitgeist und das Medium, das zu nutzen. Ja, das zu nutzen für mehr geografische Freiheit. Und auch richtig. Und wo warst du gestanden, Alina? Also was waren deine Kenntnisse über, wie man ein Online-Business-Teil aufbaut, wie man Online-Marketing macht? Wo hast du dich gefühlt? Also gefühlt habe ich mich gar nicht, weil ich wusste gar nichts oder also ganz, ganz wenig. Ich habe ja 2015 bei dir das erste Mal so einen Marketing-Kurs gemacht, ne? Zielgruppe und Positionierung. Da habe ich mich überhaupt das erste Mal damit beschäftigt und habe dann überhaupt im Laufe der Jahre gemerkt, Marketing sind fast 70% der Arbeit. Ja. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht auch 60, jedenfalls viel. Ja, so man hat nicht einfach nur eine Beratungspraxis und dann kommen die Menschen dahin. Nee. Angedackelt. Ne, so Ding-Dong. Nee, man muss ja auch rausgehen. Ne? Und irgendwie, ich sage immer, tu Gutes und rede darüber. Ja. Man muss sich einfach natürlich auch aufstellen. Ja. Und es gibt viele Menschen draußen, die andere Menschen unterstützen. Und ich glaube, dass jeder da sehr wertvolle Arbeit tut. Und trotzdem muss man ja für sich auch gut formulieren, was ist eigentlich meins. Ne? So, und wer gerne Karten gelegt haben möchte, der geht zu jemandem, der Karten legt. Ne? Ja, so. Und wer ein Pendel haben braucht, der geht dorthin. So. Und ich habe eben meine Praxis auch dann nochmal ganz neu formuliert. Ne? Und das sind aber Dinge, die waren mir nicht klar. Ja. Das fing 2015 an. Und um da auf deine Frage zurückzukommen, ich wusste eigentlich gar nicht. Ich wusste nichts. Also ein leeres Blatt. Was hast du erwartet? Was hast du gedacht, was wir im Coaching erarbeiten, was du vielleicht lernen wirst? Was waren deine Erwartungshaltungen? Tja, was habe ich erwartet? Ich habe erwartet, dass da jemand ist, der mich ein bisschen an die Hand nimmt. Oder nicht ein bisschen, sondern der mich an die Hand nimmt und mit mir gemeinsam so ein Stück des Weges natürlich nur, ne? Das kann ja nur ein Stück gehen, aber mit mir diesen Weg geht und sagt, guck mal, das ist eine Idee, das würde zu deinem Business möglicherweise passen, wollen wir das mal ausprobieren, da so lang zu gehen. Ne? Mir war ziemlich schnell klar, dass du hast ja gesagt, zur Technik
machst du nicht. Diese ganzen technischen Fragen, da gab es ja aber trotzdem genügend Hinweise, ne, so. Aber inhaltlich überhaupt erstmal zu verstehen, was muss ich da machen, das war so meine Erwartung. Ja. Und was würdest du sagen, ist dann tatsächlich geschehen? Ja, das ist die eine Sache, ne? Das, was man erwartet, was passieren wird. Und dann, was war für dich tatsächlich geschehen? Was ist eingetreten? Ja, also es ist ganz, ganz viel eingetreten. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel gemacht. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen in der Vorbereitung auf das Gespräch, ne, habe ich so gedacht, was habe ich eigentlich alles gemacht? Und dann dachte ich, boah, ich habe hier 6 Punkte aufgeschrieben, die ich alle geschafft habe. Ich bin gespannt. Also, ich habe erstmal meine Zielgruppe nochmal, also ich formuliere die ja ständig neu, weil natürlich auch sich das entwickelt, ne, so. Aber die habe ich nochmal klar definiert. Und das war gar nicht einfach, weil meine Zielgruppe relativ breit ist. Die Leute kommen nicht einfach nur zu einem Berufscoaching, sondern die Leute kommen mit einer recht breiten Problematik, die man natürlich in diese 3 Worte fassen kann. Ne? Hochqualifiziert, leistungsbewusst und erstmal frustriert, aber was da hinten dran hängt, ist ein Riesending. Ja. Ne? Es ist eben wirklich Persönlichkeitsentwicklung und da ist der gesamte Mensch gefragt, also wirklich auch ganzheitlich. Deshalb ist es wirklich schwer, das zu definieren und das habe ich aber ganz gut gemacht, glaube ich. So, ja. Glaube ich auch, dass du das gut gemacht hast. Ja. Kann man ja lesen auf meiner Webseite auch. Also ja, ich bin da einfach klarer geworden. Ja. Wir haben ja um Worte gerungen. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wo ich so denke, wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes die Haare gerauft. Ja. Ich weiß noch, wenn wir saßen und beide dann so saßen, und dann sind so Wörter entstanden. Ach ja, genau, das könnte es sein. Ne? So, ja. Das war echt nicht einfach, finde ich. Ich habe es ganz entspannt empfunden, Nelina. Schön, die unterschiedlichen Sichtweisen. Ja, klar, weil du ja von außen drauf guckst. Es ist natürlich sehr wertvoll. Ne? Ich hänge hier in meinem kleinen Saft und rühre da ständig drin rum und denke, wo ist bloß die Treppe, wo ich da rauskomme. Ne? Ne? So, ne? Du hast mir immer mal so eine kleine Hilfe gegeben, wie ich mal wieder rauskomme. Ne? So, ich weiß gar nicht, wie es ist. Der rettende Zahl ins Loch getan. Ja. Genau, genau. Ja, so bei den Schwimmlehrern, weißt du, die haben immer so einen Stock, wo man sich dann festhalten kann, wenn man nicht mehr weiterkommt. Genau, also sowas jedenfalls. Dann habe ich ein Verfahren an die Hand bekommen, wie ich mein Marketing sozusagen, wie ich da vorgehe. Mhm. Das, glaube ich, ist auch sehr individuell anpassbar immer wieder. Mhm. So dieser Trichter, ne, den ich gelernt habe. Da bin ich auch noch lange nicht durch. Aber das überhaupt erstmal zu wissen, wie das funktioniert, das war sehr hilfreich. Also das finde ich ganz toll. Dann habe ich inhaltlich ganz, ganz viel erarbeitet. Ja. Und zwar, ich habe meine Pakete und Preise überdacht und habe ein Programmblatt geschrieben. Yeah. Schon das war auch nicht einfach, weil ja da auch genau diese ganzen Zielgruppengeschichten mit drin sind. Ne? So wirklich in kurzen, knappen Worten zu beschreiben, was biete ich eigentlich an? Ne? Und für wen ist das jeweils? Das ist wirklich schwer, finde ich. Ne? So, also, dass die Leute sich auch abgeholt fühlen. Also, ich meine, ich will ja unterstützen. Das ist es ja, gell? Also ich glaube, vieles unserer gemeinsamen Arbeit wäre einfach rauszukommen aus der Coach-Perspektive, rein in die Zielgruppen-Perspektive. Wie sehen Sie das? Wie finden Sie Ihre Themen? Welche Worte kann man nutzen, um Sie gut abzuholen, wo Sie sind, dass Sie mitkommen auf dem Weg, ne? Ja, genau. Ja. Genau, ne? Und da, also, und das war für mich zum Beispiel auch, ich muss da mal kurz abschweifen, für mich auch wirklich wichtig, weil ich habe ja mich natürlich erkundigt, bevor ich mit dir zusammengearbeitet habe. Ich hatte 2015 was gemacht und habe ja aber, wie du weißt, auch ein bisschen rundherum geguckt, welche Anbieter es noch so gibt. So. Und habe dann so gedacht, da waren viele Sachen dabei, die nicht zu mir gepasst haben. Es war sehr reißerisch und in 3 Monaten hast du ein 3-stelliges Monatseinkommen, wo ich so denke, nee, klar will ich auch Geld verdienen und ich finde es auch gut und wichtig, aber ich will in erster Linie natürlich auch unterstützen. Ich will, dass die Leute auch wirklich rausgehen und was davon haben. Ich meine, man zahlt viel Geld dafür. Ja. Ne? So, ja, man, und da will ich auch, dass da wirklich was rumkommt. Dass man nicht irgendwie so dann denkt, was war denn das jetzt hier? Und ich finde, man hat, man, ja, ja, und ich, also ich,
ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, weißt du, in so schwierigen Situationen zu sein und sich fehl am Platz zu fühlen und mit seinen Gefühlen festzustecken. So. Und ich finde, man hat eine Riesenverantwortung und man hat auch eine Macht als Coach und Berater. Man hat wirklich eine Macht über die Leute so ein Stückchen. Ne? Jedenfalls fühlen die das oft so. Ja. Und das ist so, und das ist was, wo man ganz vorsichtig sein muss, finde ich. Ne? So. Und deshalb ist es für mich immer so ein Stück so ein Geschenk. Und ich fand, du bist auch so unterwegs. Weißt du? Also ich hatte den Eindruck, das ist auch deine Ethik und das meinst du vielleicht auch mit Herz getrieben. Ja. Also wirklich auch so zu gucken, okay, was es wirklich nützlich macht am Ende. Ja, ja, so habe ich dich auch halt erlebt. Also wirklich auch immer dran zu bleiben. Ne? Ja. So. Ja. Und da zu ringen um die Worte und um alle möglichen Ergebnisse, die wir ja dann auch erzielt haben. Ja. Naja, so, dann komme ich mal wieder zurück. Also neben den Paketen und Preisen und dem Programmblatt, ja, habe ich also noch mein Webinar erarbeitet. Mhm. Ja. Mein Signature-Webinar. Mhm. Ja. Dein Signature-Webinar, ja, genau. Das klingt so fancy, alle. Ich bin ja nicht so gut in Englisch, aber Signature Webinar habe ich gelernt, was es ist, und das wird ab nächsten Jahr dann irgendwann laufen. Okay. So, also ich habe es jetzt fertig, ich habe die Fotos jetzt auch schön gekauft und so, also es ist jetzt wirklich richtig fertiggestellt und ich habe eine Landingpage dafür auch erstellt mit dir zusammen. Das war sehr hilfreich, also es waren direkt ganz konkrete Inhalte. Ne? Ja. Und dann habe ich natürlich mehrere Ideen bekommen von dir, mit dir zusammen auch schon mal nachgedacht, welche sozialen Plattformen sind denn für mich nützlich? Ja. Wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt? Ja. Ja. Ne? Wo bewegen die sich? Das werde ich ausprobieren. Also ich habe ein bisschen so ein Ranking für mich jetzt erstellt, habe gedacht, ja, mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja. So, und bin ja auch weiter unterwegs. Ne? Also mache jetzt da noch so ein Technik, also habe mich da angemeldet, wo ich so ein Technik Kurs oder sowas eben jetzt noch mitmache, weil ich brauche das. Ich kann mich da nicht selber durchklicken. Ja. Das dauert einfach ewig und dafür gibt es die Fachleute rundherum. Ja, absolut. Ja. Weil sonst braucht man Jahre. Ich meine, man braucht auch so Jahre. Ne? Das ist gar nicht die Frage. Ich habe ja auch viele Jahre daran gearbeitet, hier die Präsenzpraxis so gut aufzubauen. Ne? Und die läuft einfach perfekt. Und dann ist doch so ein neuer Schritt dann ganz gut. Aber der braucht auch wieder Zeit. Also um sich zu etablieren und so. Absolut. Genau. Und mein Lieblingswort dafür ist fokussierte Absicht. Es braucht einfach fokussierte Absicht über Zeit, um was Neues, ein Leben einzubringen, dass es von alleine geht. Ja. Da steckst du einfach in dieser Phase absolut drin, gell? Ja, ja, genau. Und ich bin da sehr gespannt, weißt du, aber ich habe eben, was für mich wirklich auch wichtig war, als Ergebnis, ja, ich nehme mit als Ergebnis, ich traue mich jetzt da raus. Ja. Ja, und ich bin eine gute Fachfrau. Also ja, ich habe ganz viele Erfahrungen und warum soll ich das nicht einfach auch einer breiteren Menge zur Verfügung stellen können? Und ich mache das und ich meine feste Überzeugung ist, ich werde auch da Fuß fassen und da Leute finden, denen ich nützlich sein kann. Sehr schön. Weil, wo es eben passt, ne? So auch als Berlinerin kann ich auch mit jemandem aus Zürich arbeiten. Ja, absolut. Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Ja, sonst noch was auf deiner berühmten Liste? Das sind jetzt schon acht Sachen oder so gewesen auf der Liste. Also, Zielgruppe, das Verfahren, Pakete, Preise, Programmblatt, Signature Webinar, Landingpage, soziale Plattformen. Super. Sehr, sehr gut. Also, was will man noch mehr, gell? Ja, na, es ist ja nur ein halbes Jahr. Ja, ja. Und ich arbeite ja nebenbei noch was. Also, ne, ich habe. Ja, ja, ne? Das ist unglaublich. Das ist ein Wahnsinn. Was würdest du sagen? Also, du hast gerade gesagt, ein Effekt am Ende für dich war, dass du jetzt sagst, ja, ich gehe mit ihm raus. Gab es irgendwelche andere erlebte Veränderungen auf dem Weg im Innen, die du gemerkt hast, die vielleicht mit diesen äußeren Ergebnissen herzwenig zu tun hatten? Naja, im Inneren, also ich kämpfe ja auch immer mit meinem Inneren. Ne, so. Ich weiß, was für mich auch ganz, ganz klar geworden ist, das geht nicht mit dem Holzhammer.
Es braucht auch Zeit. Ne? Und ich bin ja so schon auch recht gelassen, so, aber da nochmal auch mit mehr Gelassenheit rangehen und sich nicht so gejagt fühlen. Man kann sich im Internet, finde ich jedenfalls, also online wahnsinnig gejagt fühlen. Dann macht er das und das. Man hat 1000 Stimmen und da muss man langrennen und da muss man langrennen und so. Nein, ich muss ja nichts. Also ich entscheide, wann ich was wie tue. Und das haben wir ja auch des Öfteren besprochen. Ne? So dieses sich gejagt fühlen, das ist, das habe ich jetzt nicht mehr. Denke so, ja, okay, mach das und nehme mir Zeit und plan mich da ganz gut. Ist diese fokussierte Absicht, also ich mache das und dann kommt der nächste Schritt und mal gucken und dann werde ich ein paar Sachen ausprobieren und das ist was, was ein ganz gutes Ergebnis auch ist. So. Weil man wacht ja nachts auf und denkt, oh Gott, ja. Muss da noch und ich meine, man liest so viel von anderen Leuten, ne, und denkt immer, Gott, die sind alle total unterwegs, naja, das kann sein, ne, und als nächstes muss ich jetzt so viel Geld und den Kurs noch und was weiß ich, wen es da alles gibt, ja, 1000 Anbieter und alle haben da ihre Berechtigung und ich glaube, so für sich selber immer einen Schritt zur Seite zu treten und zu sagen, was ist denn eigentlich Mindsets? Was passt auch zu mir? Ich bin ja auch alleine. Ich habe ja eigentlich noch gar kein Team. Mal gucken, vielleicht kommt mal was dazu. Eine virtuelle Assistenz oder so, aber habe ich ja noch gar nicht. Ne? Also es ist so immer Step by Step und schön slowly, dass wir nicht krank werden, sondern dass es uns Spaß macht am absolut, Ende. Absolut. Und das ist so wichtig, dass du das sagst, Alina, für alle, die gerade zuhören. Das ist man tut eh sein Bestes, um nach vorne zu kommen und man kann das in zwei Zuständen tun, in Freude, in Leichtigkeit und in Ruhe und Babyschritt für Babyschritt oder man kann alles überstürzt in Druck und Dringlichkeit und Fakt ist, man kommt wahrscheinlich gleich schnell nach vorne, ob man so geht oder so geht. Man hat nur immer die innere Vorstellung, dass man schneller vorangeht und dann denke ich mir aber auch, ja, schneller wozu? Warum rennen wir alle so schnell? Ja. Wo wollen wir denn eigentlich so schnell hin die ganze Zeit? Zum Grab? Ich weiß nicht. Also. Und das ist eine wesentliche Frage, die ich mir selber gestellt habe im Laufe meiner Selbstständigkeit. Shelia, warum rennst du so schnell in irgendeine Richtung? Es ist gar nicht notwendig. Und es gibt andere Qualitäten vom Erlebnis, die auch für dich zur Verfügung stehen und das widerspiegelst du in der Aussage sehr schön. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, das ist auch so, es haben ja auch viele meiner Klienten, weißt du, die dann sagen, ich will endlich mal ankommen. Dann sage ich, wo denn? also natürlich gibt es Punkte, ne? So, aber ich glaube, ich meine, man sagt ja immer so schön, der Weg ist das Ziel. Ne? Also und gerade im Online-Business, glaube ich, da ist es so. Man hat eben bestimmte kleine Oasen, wo man sich dann trifft und sagt, ach guck mal, und man muss es feiern zwischendurch. Ja. Was denkst du, wie stolz ich war, weißt du? So, dann habe ich gesagt, boah, wie cool, was ich geschafft habe alles. Ne? So, und jetzt ist erstmal ein bisschen atmen und dann geht es im Januar weiter und so. So ist das. Und dort, wo man ankommt, am besten, finde ich, ist bei sich selber. Einfach ankommen bei dir. Richtig. Und von dort weg bist du immer zu Hause. Brauchst du nicht irgendwas im Außen erreichen, damit du dich angekommen fühlst. Das eben, genau. Ne? Das ist ja der Inhalt meiner Arbeit. Weißt du noch? Ja, ich weiß es ganz genau. Genau. Alina, es sind einige da draußen, die gerade zuhören, die haben deine Kundenstimme jetzt angehört und denken, ja, doch, ich kann mir das für mich auch vorstellen. Ich habe auch vor, einige Dinge zu entwickeln in meinem Business, in meinem Online-Marketing, meine Pakete-Preise, was auch immer. Und sie haben sich bisher vielleicht noch nicht getraut, auf den Knopf zu drücken auf der Website, vereinbare einen unverbindlichen, kostenfreien Gesprächstermin für eine virtuelle Kaffeepause mit in diesem Fall unserem Enrollment-Coach. Das wird nicht mehr mit mir gemacht, aber was sagst du denen da draußen, die noch zögern, die sich unsicher fühlen oder die vielleicht denken, ich habe schon einige solche Gespräche gemacht mit nicht so tollem Gefühl. Also was würdest du denen sagen? Ich finde immer wichtig, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Ja, so. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Wenn der Bauch dann so sagt, ich weiß nicht so richtig und so, ne, dann denke ich, es lohnt sich auf jeden Fall,
so ein Gespräch zu machen, zu führen, weil wenn man da unklar reingeht, dann geht man auf jeden Fall klar raus. Ja, so, und die Klarheit, die entsteht, die wird dann schon auch zeigen, ist es das Richtige für mich oder nicht. Ne? Ich finde wichtig, dass man Zeit hat für den Prozess. Ja. Also das war eine Erfahrung, wo ich denke, ja, das ist so. Man sollte sich schon auch Zeit nehmen. So. Ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie die Antwort aufs Butterbrot geschmiert bekommt. Nee, man muss das schon auch selber erarbeiten, so wie immer im Coaching. Und das ist auch gut so, weil es ist ja meine Antwort auf meine Frage, die ich mir erarbeite. Es ist auch anstrengend, ja, aber eben total lohnenswert so. Und ich finde, also was für mich dann innerhalb des Coachings total gut war, gut zu wissen, was ich wirklich will. Weil dann ist es am erfolgreichsten. Ne? So. Aber wie gesagt, wenn das vielleicht noch gar nicht so richtig klar ist, dann wird ja so eine Klarheit auch entwickelt. Ja. Ne? Man kann das ja besprechen. Und ich sag mal, es ist jetzt, ich hatte nie den Eindruck, dass ich irgendwas übergeholfen bekomme. Ne? Sondern dass es ein ganz offener Prozess ist. So, man geht da rein, man denkt gemeinsam nach und man kann auch sagen, weißt du was, das ist nichts für dich. Ich glaube, oder ne, oder ich passe da nicht, vielleicht gehst du lieber dahin oder so. Und und dann finde ich, ist es eine professionelle Arbeit. Ja. Und den Eindruck, den hatte ich immer, weißt du, das ist nicht irgendwie so, ja, man verspricht das Blaue vom Himmel. Nee, das ist ja nicht so, ne? Sondern es ist anstrengend, da passiert ganz viel, man muss sich da eingeben. So. Deshalb sage ich immer, aufs Bauchgefühl hören, wie ist es mit der Persönlichkeit, die da sitzt. Ne? So. Was ist denn für eine Frau, wie fühlt sich das an für mich? So kann ich mir das vorstellen, da in der Zusammenarbeit zu sein. Und dann ist es prima. Und dann wird eine gute Entscheidung, die aus dem Herzen sozusagen kommt. Das ist ja so deine Überschrift, die wird dann schon kommen. Absolut, absolut. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, Alina. Jetzt, bevor wir das Gespräch schließen, also ich weiß, nächstes Jahr kommst du mit deinem Signature Webinar auf den Markt und wirst Leute hinführen, die zu deiner Zielgruppe gehören, die Leute, die sich fehl am Platz finden. Das ist quasi die große Überschrift von unserer Arbeit, was wir gefunden haben in den 6 Monaten, die Leute, die sich fehl am Platz fühlen aktuell und dass sie da reinkommen und dass du die hinführst, die passen zu deinen neuen Online-Angeboten. Das ist für mich kristallklar, dass das ablaufen wird. Ja. Und die anderen können natürlich schauen, sonst was du machst auf deiner Website. Nächstes Jahr bei dir vorbeischauen, wie das dann mit deinem Signature-Webinar ausschaut. Genau. Sag mal deine URL, wo man dich und deine Arbeit online finden kann. Ja, also es ist eigentlich ganz einfach, weil man findet mich unter www.alinekramer.de. Ja, also Kramer wie Kramer gegen Kramer mit K und hinten ER. Ja, und genau, da kann man dann alles finden. Ich bin gerade dabei, die Technik aufzubauen und dann kann man sich auch eintragen in eine E-Mail-Liste. Dann gibt es Newsletter und da ist so ein kleiner Blog, der heißt Gedankenkram oder Kramer denkt nach. Ne? So, jetzt heißt es aber Kramer denkt nach. Vielleicht wird es Gedankenkram. Mal gucken, habe ich so gedacht. Das finde ich ganz schön. Da gibt es Trainingslager und so lauter viele kleine Angebote, so, die mir immer so in den Sinn kommen, wo ich denke, es könnte hilfreich und interessant sein. Genau. Sehr schön, sehr schön. Also unbedingt vorbeischauen. Ja. Alina, für mich war es eine Ehre und ein Privileg, mit dir zusammenzuarbeiten. Es hat obenrein mega Spaß gemacht. Ich wünsche dir für deine Zukunft so viel Erfolg, aber noch mehr Freude und Entspanntheit. Dass du dieses beibehältst und noch vermehren kannst. Und vielen, vielen herzlichen Dank für deine Kundenstimme. Ich danke dir, Shelia. Es war wirklich auch mir eine Ehre. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ansonsten sage ich immer, ein schönes Leben noch. Bleib gesund und hab so viel Spaß und Freude. Und sei mit dem Herzen dabei. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr unterstützend und hilfreich. Dankeschön. Sehr gerne, Alina. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.